irgendeine gute Posi. Am besten beide drauf haben oder... So, guten Tag. Wir von TechTV haben uns mal einen von Frackstar geschnappt und fragen den mal ein bisschen. Also, wer bist du? Was machst du bei Frackstar? Entschuldigung. Hallo, ja, ich bin Roman Lammers, bin stellvertretender Chefredakteur von Frackstar. Das heißt, ich habe so ein bisschen den Blick über die ganze Redaktion und leite sie letztlich mit drei anderen Leuten. Frackstar hat ja jetzt eine neue Seite gemacht. Seit Donnerstag ist die ab. Was habt ihr mit der neuen Seite so vor? Ich meine, es ist ja was Neues bei euch. Ihr habt die abgekatteten Szenen, alles Mögliche. Ja, wir wollen auf jeden Fall mehr Möglichkeiten mit der Seite. Wir haben so viele Möglichkeiten, Content zu bringen. Wir müssen das irgendwie verpacken. Das hat mit der alten Seite nicht funktioniert, weil wir so viele Bereiche haben. Wir berichten über so viele Spiele, sei es Counter-Strike, Counter-Strike Source, StarCraft 2, Warcraft 3, Quake und so weiter und so fort. Und das alles auf eine Seite zu bringen, das hat mit der alten Seite, das hat sich einfach in den letzten zwei Jahren rausgestellt, so nicht funktioniert. Und das ist der Sinn und Zweck für die neue Seite, die am Donnerstag startet, wie du richtig gesagt hast. Natürlich am Anfang mit einigen kleinen Bugs und Fehlern, die noch behoben, die bereits behoben worden sind oder noch behoben werden. Aber ich denke, das wird auch jeder User dann merken, am Ende, wenn sie dann wirklich komplett fertig ist. Sie bietet viel mehr Möglichkeiten. Sie bietet dem User, der sagt, ich interessiere mich jetzt nur für StarCraft 2, er kann dann wirklich sagen, ich gehe auf die StarCraft 2 Seite und habe das gefiltert, was ich sehen möchte und lesen möchte. Und das ist für uns besser, weil wir all das, was wir produzieren können, auch wirklich an den Mann bringen können und für den einzelnen User auch besser, weil er einfach mehr Überblick hat und letztlich sich wirklich für das, was er interessieren kann, sich das dann auch auspicken kann. Ich bin ja öfters auf Frackstar drauf und lese mir auch die Comments durch und sowas. Und viele Leute haben sich beschwert, dass ihr Hon und Dota rausgenommen habt, komplett aus dem Thema. Was sagst du dazu als Redakteur? Ich meine, du glaubst, bist für StarCraft zuständig, aber was ist deine Meinung dazu? Ja, generell bin ich für alles zuständig, das heißt auch dafür. Und es ist so, es ist sehr traurig, weil die, also sprechen wir erstmal über Dota. Die Dota-Szene ist eine, ja doch, durchaus große und durchaus interessant. Und das hat auch einen hohen Stellenwert lange bei uns gehabt und hat es im Grunde auch heute. Das heißt, wir haben das nicht aus irgendwelchen Gründen gemacht, weil wir gesagt haben, es gibt keine Szene mehr, es gibt keine Leute mehr, die das interessiert, sondern im Gegenteil, es gibt nach wie vor extrem viele Leute, die es interessiert, aber uns fehlte einfach, uns fehlten die Ressourcen, uns fehlten die Leute, die das machen wollten. Und sobald wir da die Leute haben, die da wieder den Bereich aufbauen können und auch gegebenenfalls wir einen Bereichsleiter finden, dann sind wir die Ersten, die da sagen, da steigen wir wieder ein. Und man muss da eben die Leute finden. Und das wollen wir auf jeden Fall auch machen. Das ist zumindest das Ziel für die Zukunft. Und was HON angeht, ist es letztlich das Gleiche in Grün. Also da ist genau das Gleiche. Wir sind damit ja, der Bereich ist ja noch nicht so ein traditioneller Bereich, weil es das Spiel auch noch nicht so lange gibt. Wir sind vor nicht allzu langer Zeit damit gestartet. Leider sind uns dann auch da die Leute weggebrochen. Das ist nun mal so im E-Sport. Weil es ist ein Hobbyprojekt und da kommen und gehen Leute und dann kann man Pech haben und dann ist der Bereich plötzlich, steht er da mit ein, zwei Leuten und dann ist es besser zu sagen, wir schließen ihn erstmal, bevor man da dann irgendwie so eine halbherzige Coverage hinlegt. Dann bedanke ich mich für das kurze Gespräch. Falls du noch irgendwas sagen willst, hau raus. Ja, ich hoffe, ihr seid mit unserer Coverage jetzt auch von den EPS-Finals zufrieden. Wir geben uns alle Mühe und denke, mit der neuen Seite, da werdet ihr alle was als User noch von haben. Yo, das war einer von Frackstar. Wir gehen gleich weiter mit dem nächsten. Vielen Dank. Yo, herzlich willkommen zum dritten Mal, glaube ich, jetzt. Wir haben jetzt hier jemanden von ESL Radio und er stellt sich, glaube ich, jetzt erstmal vor. Ja, moin. Philipp mein Name und man kennt mich als Timmerli. Ja, und ich bin SC2-Caster bei ESL Radio. Yo, ihr bei ESL Radio seid ja eine Art Tochterding von ESL TV im Prinzip. Oder wie ich das jetzt so gemeint habe. Oder was macht ihr denn eigentlich sozusagen da? Also wir sind hauptsächlich Ergänzungsprogramm zu dem, was ESL TV macht. Also wenn zum Beispiel ESL TV ein bestimmtes EPS-Match überträgt, übertragen wir zum Beispiel parallel stattfindende Spiele anderer Spieler bzw. Teams. Und wir steuern halt auch teilweise Casts zu, die nicht von ESL TV gestemmt werden. Also Trackmania Nations haben wir recht viel. Wir haben auch außerhalb der ESL-Events ein paar Sachen. Also da gibt es HON, glaube ich. Ich bin da nicht so ganz involviert mit den HON und League of Legends und so weiter. Und ja, im Prinzip... Wir versuchen halt möglichst viel neben dem zu bringen, was LTV schon bringt, einfach auch, damit die Leute auch die Auswahl haben. Wenn ihr hier jetzt nur am Casten seid eigentlich, was machst du denn dann hier auf den EPS-Finals? Ja, das ist eine gute Frage, gell? Da wir hier nicht casten, sondern ESL-TV das alles übernimmt, machen wir eigentlich Coverage, die nebenher läuft. Also wir machen Interviews, wir machen Fotos, wir filmen ein bisschen in der Gegend rum und möchten dann auch ein bisschen die Location vorstellen können. Und es ist auch einfach, ich meine, für dich persönlich, wenn du hinkommst, es ist einfach eine coole Erfahrung. Das ist ein geiles Wochenende und du hast nebenher, machst du noch was Produktives. Also besser geht's eigentlich nicht. Ja, wie findest du denn bisher hier?
ist extrem cool. Es ist schweinekalt da draußen. Aber abgesehen davon, da wir keinen Outdoor-Sport machen, ist das kein Problem. Und ja, Location ist sehr cool. Tanzbrunnen generell hier in Köln. Gut zu erreichen. Also ich habe keine Probleme mit gar nichts gehabt bisher. Ja, ist cool. Möchtest du vielleicht noch Werbung in eigener Sache machen? Ja, natürlich. Kommt auf esl-radio.de oder im IRC in rautesl.radio. Und wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, als Redakteur, Coder, Caster, egal in was, schickt uns einfach mal eine E-Mail. Und ja, vielleicht melden wir uns dann zurück. Oder mit Sicherheit melden wir uns zurück. Dann bedanke ich mich sehr bei dir, Timberly. Wir werden jetzt noch weitere machen. Und falls ihr euch wundert, warum wir immer so eine kahle Wand haben, wir sind da bei uns im Take-TV-Raum. Es geht nirgendwo anders. Zum am nächsten Interview. Ich bin William. Take hat es mir gerade beigebracht. Und wir haben hier Sodi von Turtle Entertainment da. Stell dich am besten mal selbst vor. Ja, hallo, ich bin der Sodi. Ich bin Community Manager bei Turtle Entertainment seit jetzt knapp 4 Jahren. Und mache hier die Pressebetreuung und die Fotos auf dem Event. Und ja, stand einigen Leuten beim SC2-Match im Weg, was ich gerade gehört habe. Und hiermit nachträglich, tut mir leid. Die SC2-Match liefen ja nicht so glücklich, aber das mal beiseite. Was macht man so als Community Manager bei Turtle Entertainment? Es sind sehr, sehr vielfältige Aufgaben. Also unsere komplette Abteilung ist damals zusammengelegt worden von den alten Co-Admins. Also die Admins, die sich komplett um die gesamte Ligastruktur kümmern, Ligen anlegen, sich um ja, halt die ganzen hintergründigen Sachen kümmern, halt jetzt nicht die direkten Support-Tickets, sondern den Admins da helfen und der Redaktion. Und von daher ist es ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Ich springe da auch immer mal wieder ein bisschen hin und her. Habe jetzt ein neues Aufgabengebiet dazu bekommen, kümmere mich jetzt als Gamehead um Counter-Strike Source und werde da die Ligastruktur ein bisschen für Turtle Entertainment im Auge behalten. Und ja, ansonsten bin ich auch noch für Newsletter zuständig und kümmere mich halt jetzt wie hier auf dem Event um die Fotos, um die Coverage und um die Pressebetreuung. Wie lange machst du das denn eigentlich schon für Turtle Entertainment oder auch davor für irgendwen anderes? Das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ich habe so Ende 2003, Anfang 2004 habe ich so richtig angefangen. Habe halt als kleiner News-Schreiberich zusammen mit Pre damals noch bei meinem TV die Wechsel der Woche angefangen. Bin dann über sehr viele Clans, ja, ich war ein böser Clanhopper, dann so in Positionen gekommen, wo ich dann doch auch mal wieder ein paar Leute kannte, die mich dann halt auch den richtigen Leuten nochmal vorgestellt haben oder empfohlen haben. Und bin dann irgendwie Ende 2006, nach dann 1,5 Jahren Readmo, bin ich bei Turtle gelandet. Auch nicht so hundertprozentig geplant, war eigentlich nur so angefragt wegen einem Praktikum. Dann wurde ein Aushilfsjob raus und irgendwie 2 Wochen später hatte ich dann Volontariat angeboten bekommen. Lief alles doch ganz gut und glücklich. So kann es laufen. Wie findest du denn die Alienware Finals dieses Jahr? Ja, also bisher waren sehr, sehr viele schöne Spiele, auch wenn jetzt bei SC2 das gerade bei The Muslim und Cloud nicht so hundertprozentig super lief, waren allesamt bisher ganz schöne Spiele. Also vor allem, dass Socke vorhin gewonnen hat, fand ich sehr schön, so als Außenseiter mit den TOS. Ja, ansonsten fand ich auch die Counter-Strike Source Matches sehr, sehr klasse und freue mich jetzt auch noch auf das LB-Finale und danach das ganz große Finale heute Nacht ganz, ganz spät. Dann bedanke ich mich bei dir. Falls du noch etwas sagen willst, sag's jetzt. Ich grüße meine Mama. Das war Sodi von Turtle Entertainment. Wir sehen uns nochmal. Und los? Ja, laufen wir. So, Freunde. Für alle Zuschauer, die jetzt hier gerade bei Timmerli oder bei mir zuschauen. Oh. Das ist unser Mann, der uns gerade Kasten spielt. Oh nein, bei mir jetzt nicht so. Oh. Bei mir auch nicht. Nein! Da, guck, das ist nämlich hier, das ist hier, was für ein Bier? Mensch, das kommt Mensch, nämlich woher? Bayreuth. Und deswegen Sekundenball in dem Fall. Stoßen wir darauf an, vielen Dank. Und immer yes. In die Augen schauen, sonst gibt es schlechten Sex, weißt du ja, ne? Ja, das ist so, besonders gut. Kallitz muss jetzt nämlich leider noch Auto fahren später. Oh. Dafür haben wir umso mehr, nämlich einen ganzen Kasten noch übrig. Ja, der Kameramann muss gerade 2 Kameras halten, weil wir alle keinen Bock haben, die Kamera zu halten. Ich muss eigentlich noch arbeiten, ist jetzt auch egal, Prost. 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 Erster Eindruck. Schmeckt gut. Ja. Geht heute Abend auf jeden Fall. Ich bin nicht traut, nur weil ich größer bin. Was? Was hat er gesagt? Du musst mich nicht kritisieren. Wie fast? Du bist doch mein Security. Aber ich muss dann voraufstellen. Ja, hier? Pass auf, Kung Fu. Angeblich schwarz, aber eigentlich braun. Ich bin braun. Kurz vom Schwarzen.
irgendwann mal gewesen. Mit Judo angefangen habe ich mit 5. Ah, ich habe auch Judo gemacht. Was hast du denn? Wie weit bist du gekommen? Auch gerade mit 7. Also ich habe angefangen mit 15 oder? Nee, mit 14 müsste das gewesen sein, dann mit 17 aufgehört. Einer müsste jetzt eigentlich den Kameramann noch filmen. Ja. Ja, komm, ich jetzt, weil es wird langsam schwer, komm, jetzt mit so lange Film, bis es nicht mehr geht. Guck mal, ey, das Bild wackelt, du darfst nicht lachen. Hallo? Kannst du mal aufhören? Jetzt mal ohne Stein. Ich kann die auch verfallen lassen. Ja. Obwohl, nein, das ist nicht. Ja, ich bin ein sehr fairer Chef. Ach, jetzt außer ihr meine Equipment kaputt machen. Jetzt müssen wir eigentlich noch Werbung machen. Ich weiß gar nicht, was die aufnimmt. SL-Radio hier. Ja, was machst du eigentlich hier die ganze Zeit? Ich renne hier rum und filme und mache Fotos und bringe so viel Kabel, wie wir halt bringen können. Wo kann man das sehen? ISL-radio.de. Ihr hört es, the place to be. Und du bist bis Sonntag hier? Ich bin bis Sonntag hier. Das heißt, wir werden dich vielleicht noch öfter sehen. Sicherlich. Auch mit der Kamera. Ihr werdet ja von uns gut versorgt sozusagen mit allen möglichen Fotos, Videos und allen möglichen. Wir haben unseren privaten Raum hier, das ist ja so wie das Beste. Das ist unsere eigene Crew, unser eigener Crewraum. Den hat keiner, nicht mal die ESL hat sowas. Was ihr nicht seht, hinter der Kamera sind das nochmal 50 Meter, ja. Da ist ein Spa, so ein kleines, und Massage liegen und... Und acht hübsche... Acht hübsche Damen, die mit Palmwedeln will. Ja, die waren nur nicht zustehen. Mit Happy End, alles drum und dran. Es gibt ja alles. Auch für Frauen übrigens. Und von daher will ich mich jetzt erstmal verabschieden und dem einen Kameramann auch ein Bier gönnen. Prost und bis später. Tschüss.